Die alte Apotheke in Bottrop. Zentrum eines der größten Arzneimittelskandale in Deutschland. Hier wurden Krebsmedikamente für tausende todkranker Frauen gepanscht. Chemotherapien, die für Krebspatientinnen oft die letzte Hoffnung sind. Jetzt klagen sie mit, vor Gericht, gegen den Apotheker Peter Stadtmann. Er hat die Krankenkassen, vor allem aber auch die Frauen, mit zigtausenden unterdosierten Zytostatika betrogen. Ich habe immer von Anfang an gesagt, hinter all diesen 62.000 Mal falsch abgerechnet, steht jeweils ein Mensch. Was ist denn mit denen? Da muss doch anders ermittelt werden. Ich bin einfach nur wütend. Vor dem Prozess sind Patienten gestorben. Während des Prozesses sind zwei Patienten von unseren Nebenklägern verstorben. Und nach dem Prozess sind auch Leute verstorben. Rund 4000 Krebskranke, fast alles Frauen, bekamen ihre Medizin aus der alten Apotheke. Eine schier endlose Reihe von Namen und Betroffenen. Heike Benedetti ist eine von ihnen. Sie fordern Öffentlichkeit. Habt ihr schon gemacht? So, wer schweigt, macht sich mitschuldig. Die Frauen klagen den Apotheker an. Aber auch ihre Ärzte, die sie nicht informierten und alleine ließen, nachdem alles aufgeflogen war. Wer bei den individuell zubereiteten Therapien ausreichend Wirkstoff bekommen hat und wer nicht, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Und es lässt sich auch nicht herausfinden, wer vielleicht genau deshalb sterben musste. Bereits zum 8. Mal demonstrieren die Frauen und ihre Mitstreiter vor der alten Apotheke. 47 von ihnen ziehen als Nebenklägerinnen gegen den Apotheker vor Gericht. Heike Benedetti fährt zu jeder Verhandlung. Vor 4 Jahren erfährt sie, dass sie Brustkrebs hat. Sie lässt sich therapieren. Viel später erst hört sie von den gepanschten Infusionen. Ein Schock. Sie klagt. Die Leute können es nicht verstehen. Viele Leute, sag ich mal, dass wir für unser Recht kämpfen und ja, für all die, die nicht mehr da sind. Die Nerven sind, ja, liegen manchmal richtig blank. Ist doch sehr energieraubend, hätte ich nicht gedacht. Am Anfang hat man furchtbar viel Energie gehabt. Dann habe ich gesagt, meine Güte, ich kann mit beiden Händen bügeln. Ich bin so energiegeladen. Aber so mittlerweile artet das aus in Schlafstörungen. Also es kreist ja Dauer im Kopf. Selbst mein Mann, der sagt schon, mein Gott, leg doch mal das Handy weg, weil dann oh, wieder eine neue Nachricht, mal eben gucken, antworten. Nee. Seit November 2017 verfolgt Heike Benedetti mit den anderen Nebenklägerinnen den Prozess. Die Anklage lautet Abrechnungsbetrug. Die Körperverletzung an den Frauen kann nicht verhandelt werden, denn sie müsste einzeln und individuell nachgewiesen werden. Peter Stadtmann lässt sich von 4 Verteidigern vertreten. Er selbst schweigt. Was ist das für ein Mensch? Der sitzt da vor uns und lügt einen noch ins Gesicht, ne? Nee, unfassbar. Aus der alten Apotheke stammen auch die Chemotherapien, die Christiane Piontek bekommt, als sie 2013 an Brustkrebs erkrankt. Es ist ein besonders aggressiver Tumor. Triple negativ. Ihr Krebs kommt wieder. Dann hört die heute 51-Jährige, dass ihre Zytostatika vielleicht wirkungslos waren. Eigentlich habe ich davon erfahren aus der Zeitung, aus der Tageszeitung, und habe das gelesen. Und da standen 5 Wirkstoffe. Und diese 5 Wirkstoffe betrafen mich erstmal gar nicht. Bis dahin habe ich mich in Sicherheit gewogen und habe gedacht, ja, es ist ja alles gut. Und dann stehen meine Medikamente auch da. Und was hat er mit mir gemacht? Habe ich alles bekommen? Wie ist diese Panscherei von sich gegangen? Waren die Wirkstoffe gar nicht da drin? Oder habe ich ein bisschen bekommen? Wie ist das so? Und dann habe ich meinem Mann davon erzählt. Und
wieder war diese Angst da, diese riesengroße Angst. Und ich habe gesagt, Michael, ich habe nur 5 Chemotherapien, die man mir geben kann. Andere greifen nicht bei meinem Triple-Negativ-Brustkrebs. Und 2 davon habe ich vertan. Ich habe mich dann auch noch um eine Mitpatientin intensiv gekümmert, die an Brustkrebs erkrankt ist, 28 Jahre alt, das Mädel. Habe die aufgenommen wie meine eigene Tochter. Sie hat immer Chemomutti zu mir gesagt, weil wir uns bei der Chemotherapie in 2013 kennengelernt haben, da hat sie da schon gesessen. Und sie hat ja in 2014 immer noch da gesessen. Ich habe sie leiden sehen, richtig, richtig leiden sehen. Trotzdem, dass sie so starke Medikamente bekam, ich wusste, dass sie eigentlich leben wollte. Also erst habe ich gedacht, nein, sie hat es jetzt endlich geschafft. Sie muss das alles gar nicht mehr ertragen. Und so der zweite Gedankengang war Wut. Und habe überlegt, ob er vielleicht eine Schuld daran hat, dass sie jetzt gestorben ist. Vielleicht hätte sie ja andere Medikamente oder nicht gepanschte Medikamente bekommen. Und dann hätte sie vielleicht gar keine Metastasen entwickelt. So diese Gedanken gingen mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Neben der Trauer halt eben auch diese Wut, die da war auf diesen Menschen. Christiane Piontek arbeitet nach ihrer Therapie wieder in einem Heim für Schwerstbehinderte. Normalerweise ist sie diejenige, die anderen Menschen Mut macht. Jetzt sorgt sie sich, dass der Krebs wiederkommt. Ja, meine Diagnose lautet Angst mit depressiven Verstimmungen, was ja eigentlich auch passt. Auch so, viele sehen mich und sagen, depressiv bist du nicht. Ich bin in der Öffentlichkeit nicht depressiv. Ich bin wirklich ein lebensfroher Mensch, aber ich bin auch mal irgendwann alleine. Und dann ist das halt eben, ja, dann dreht sich mein Gedankenkarussell, dann fahre ich Karussell. Nur rund 300 Apotheken in Deutschland dürfen Zytostatika herstellen. Die alte Apotheke in Bottrop war eine davon. 8 Jahre lang lieferte Peter Stadtmann von hier die individuell zubereiteten Chemotherapien an die Kranken. Ich glaube, der wollte halt Bottrop besitzen. Ne? Da wollte er ja so Medi-City rausmachen. Also ich denke mal, das fängt hier mit dem Domcafé an. Und ja, da vorne kommt dann dies Medi-City. Und ich glaube, zur anderen Seite ist auch ein Gebäude, aber ich denke mal, das gehört der Mutter. Aber der hatte schon einen ziemlichen Geltungsdrang, sich hier breit zu machen. Die Umstände sind günstig in Bottrop. Peter Stadtmann übernimmt 2009 die Apotheke mit rund 90 Angestellten von seiner Mutter und baut das Zytolabor aus. Nach und nach kauft er auch umliegende Gebäude auf. Für Arztpraxen. Auch die Onkologiepraxis, in der Heike Benedetti behandelt wurde, zieht in die Medi-City des Apothekers. Ja. Weil, ich sag mal, unser Eins setzt den ganzen Glauben in diese Therapien. Ja, und er spielt den lieben Gott. Aus Geldgier, ich weiß es nicht. Geltungsdrang. Macht wohl auch dabei gewesen sein. Weil arm war diese Familie nie, er auch nicht. Und dann sich noch an Kranken zu bereichern, finde ich, also ist schon eine perfide Sache. Ja. Etwa 12 Millionen Euro gibt Peter Stadtmann für eine Villa aus, die er vor wenigen Jahren in einem Vorort von Bottrop bauen lässt. Das greifen auch die Medien auf. Die Bild-Zeitung sieht darin das Symbol für Profilierungssucht und Geldgier. Motive für den Medikamentenbetrug. Auch bei Architekten ist die Villa mit dem exklusiven Interieur bis heute ein Vorzeigeobjekt. Einzigartig, die Rutsche vom Badezimmer direkt in den Pool. Mit Geschenken und Stiftungen macht sich Peter Stadtmann in der Stadt Bottrop beliebt. Als Investor, Mäzen und Gönner. Ich habe ihn eigentlich immer als freundlichen, auch in der Apotheke, als freundlichen, netten Menschen wahrgenommen, der ein offenes Ohr hatte und dem die Patienten sehr wichtig sind. So kam er wirklich rüber und
ich kann ihn eigentlich nicht anders beschreiben. Und dass letztendlich ja, dieser Mensch solche zwei Gesichter haben soll, macht mich sprachlos. Es wurde dann eine Zyto nach der anderen abgebrochen, weil die nicht wirkte, und kam eine neue, wurde drangehängt. Die Dinger wurden immer teurer. Ja, jetzt kriege ich dies, das wird dann wohl schon greifen. Nee. Ja, und dann kam, als erstes ist dann eine Heike gestorben. Wann war das? Da war der Skandal noch gar nicht auf dem Tisch. Ja, die nächste war dann kam. Ja, dann folgte Ariane, ja, und Gabi ab August 2017 und kurz vor Weihnachten noch eine Petra. Sind die Freundinnen verstorben, weil die Therapien im Labor der alten Apotheke zu wenig oder keinen Wirkstoff enthielten? Das fragt sich Heike Benedetti bis heute. Die Infusionen müssen ganz frisch gemischt und zubereitet werden und halten nur wenige Tage. Warum hat man jahrelang nicht kontrolliert? Unter den Mitarbeitern kursieren schon seit einigen Jahren Gerüchte, dass mit der Herstellung der Chemomedikamente irgendetwas nicht stimmt. Einer von ihnen ist erst seit kurzem angestellt, als er 2016 von den Spekulationen hört. Martin Purwoll. Er bringt schließlich den Stein ins Rollen. Er ist Buchhalter in der alten Apotheke und wird zu einer der Schlüsselfiguren. Man hat ein Grundvertrauen und natürlich eine gewisse Loyalität, die man in jedem Arbeitsverhältnis auch aus kulturellen Gründen einfach empfindet. Das ist halt in unserer Gesellschaft so, dass zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein Loyalitätsverhältnis herrscht mit Abschluss des Arbeitsvertrages. Und heutzutage, also auch hier in unserer, gerade in unserer deutschen Kultur, ja auch noch jenseits davon. Also Loyalität im Arbeitsverhältnis wird hier sehr groß geschrieben. Und diese kulturelle Klammer muss man ja erstmal durchbrechen. Und das ist, wie gesagt, keine Sache von 5 Sekunden. Jetzt entscheide ich mich mal dazu, sondern da braucht es normalerweise schon ziemlich lange. Und wenn ich normalerweise sage, meine ich mich natürlich auch ganz konkret. Der Buchhalter überprüft Ein- und Ausgänge der Wirkstoffe. Erst nach Monaten ist er sich sicher. Es werden viel weniger Substanzen eingekauft als verkauft. Eine täglich zubereitete Krebstherapie ist häufig mehrere tausend Euro wert. Mit dem Einsparen einiger Milliliter lassen sich auf Dauer große Gewinne erzielen. Du hast hier auf den Rezepten rezeptiert eine verordnete Wirkstoffmenge von weit über 50.000 Milligramm Opdivo. Wir haben im gleichen Zeitraum aber nur knapp 20.000 eingekauft. Also weniger als die Hälfte. Weniger als die Hälfte war das in dem Fall. Und dahin zugehend auch noch, was ich dann 2-3 Monate später, als ich das dann nochmal sozusagen angepackt habe, kurz bevor ich die Strafanzeige dann veranlasst habe, auch gesehen, dass es einen Trend nach unten gab. Also nicht nur, dass es absolut zu wenig war, sondern dass es auch mit Monat und Monat immer weniger wurde. Also die Diskrepanz wurde immer größer. Ich weiß es noch ganz genau, das war für Opdivo, habe ich es abends irgendwann gemacht und ich hatte dann halt auch Zeit. Und weiß noch ganz genau, so, jetzt ist es klar. Und das ist auch, war in der nächsten Sekunde auch klar, da muss was gegen gemacht werden. Ich habe keine Überlegung. Es gibt da ja keine Alternative, weil die Konsequenz, die sich daran ja direkt anschließt, ist, wenn das so gemacht wird, oder tatsächlich so gemacht wird, dann werden Menschenleben gefährdet. Und das ist eine Sache, die da gibt's für mich keine Alternative. Auf die Anzeige folgen die Verhaftung des Apothekers, dann der Prozess. Vor Gericht sind die Berechnungen des Buchhalters der wichtigste Beweis für den Betrug. Eine Bereicherung zum Schaden der Krebspatientinnen. Bei jeder Verhandlung sitzen sie sich direkt gegenüber. Der Apotheker mit seinen Verteidigern und die Frauen mit ihren Anwälten. Melanie Masuch und Heike Benedetti sind fast an allen Prozesstagen im Gerichtssaal. Sie hören sich Gutachten an, Gegengutachten. Die Staatsanwaltschaft konnte nur 117 Proben in der Apotheke beschlagnahmen und analysieren. Die Verteidiger versuchen, die korrekte Messung der Proben in Zweifel zu ziehen. Eigentlich ist doch Fakt gewesen, diese Proben sind falsch.
Diese Zytostatika waren minder dosiert, mit viel zu wenig geringem Wirkstoff. Und da weiß ich nicht, ob diese 0,2 Milliliter, die die da jetzt gerade so benannt haben, ob das den Braten fett macht. Grundsätzlich steht fest, es ist da was falsch gelaufen. Und wir wissen auch alle, was falsch gelaufen ist, nämlich ein Abrechnungsbetrug und halt eben minder dosierte Proben. Und ja. Die meisten Patientinnen, die ihre Chemotherapie aus der alten Apotheke erhalten, wurden im Düsseldorfer Brustkrebszentrum behandelt. Etwa 900 Frauen haben hier die Zytostatika-Infusionen aus Bottrop bekommen. Auch Melanie Masuch. Als sie zu ihrer sechsten Chemotherapie anreist, erhält sie eine überraschende Nachricht. Und dann ging mein Handy und dann war unsere Chemoschwester, Schwester Gerda, dran und sagte, dass die Chemotherapie nicht stattfinden würde, da irgendetwas kaputt wäre und die würden sich im Laufe des Nachmittags melden, wann ich dann die nächste Chemo bekommen würde. Und das war die Info am 29.11. Der 29.11.2016 ist der Tag, an dem in der alten Apotheke die Chemotherapeutika beschlagnahmt werden. Die Behandlungsstühle im Düsseldorfer Brustkrebszentrum bleiben leer. Über den wahren Grund für die Absage ihrer Chemotherapie erfährt Melanie Masuch nichts. Ihr Arzt, Dr. Mahdi Rezai, ist der einzige Mediziner, der sich zu dem Betrugsfall äußert. Im November und Dezember haben wir auch ein Schreiben bekommen. Exakt dies, dass es 5-6 Präparate sein sollten. Und dass es unklar ist, in welcher Form. Und da war gar kein System drin in dieser ganzen Vorbereitung und folgedessen, wir sollten nur Patienten informieren, die sich an uns wenden. Wo es dann in den Medien richtig publik wurde, klar, dann hat man aus der Familie, Mensch, frag mal nach, fahr mal nach Bottrop, ruf mal an. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich wollte es nicht wissen, weil für mich in dem Moment einfach die Sache, es ist nicht mehr nachzuweisen. Egal, was passiert, ob ich jetzt Betroffene bin oder nicht, man kann es nicht nachweisen. Bis in der ersten Septemberwoche 2017 ich dann den Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen habe, dass meine Probe bei der Razzia auch dabei war. Es ist letztendlich so wie die Diagnose an sich. Man bekommt es gesagt, man hat Krebs. Man denkt nicht. Ich habe mich ganz still verhalten. Der Brief von der Staatsanwaltschaft, ich habe mich genauso still verhalten. Für mich war nur in dieser Sekunde klar, dass ich als Nebenkläger mein Recht einfordern werde. Bei Melanie Masuch ist der Fall eindeutig. Sie ist eine der wenigen Patientinnen, die Gewissheit hat. Ihre Chemotherapie enthielt nachweislich zu wenig Wirkstoff. Insgesamt die Hälfte der sichergestellten Proben aus der alten Apotheke waren unterdosiert. Zwei davon sollte Melanie Masuch hier als Infusion bekommen, um ihren Krebs zu stoppen. Die erste Probe, die war zu 79,4% unterdosiert. Und die zweite Probe war zu 51,4% unterdosiert. Wir haben nichts gemerkt, weil wenn die kommen, wir klären die auf, kriegen sie die Akte, die sehen so. Also wenn wir was gemerkt hätten, dass da sich was anders, ja tatsächlich zum Nachteil der Patientin ergeben hat oder hätte, sichtbar, selbst reden man ist aber nicht. Der alten Apotheke aus Bottrop galt das ganze Vertrauen. Im Medical Center Düsseldorf richtete sie sogar eine eigene Filiale ein. Vor Gericht werden weder die Ärzte noch die betroffenen Frauen als Zeugen befragt. Sie hätten gerne berichtet, was sie selbst beobachtet haben. Nach 4 Monaten Prozessdauer schließlich werden sie von unerwarteten Argumenten überrascht. Die Verteidiger des Apothekers führen an, dass der Angeklagte bei der Zubereitung der Medikamente wegen eines hirnorganischen Psychosyndroms unzurechnungsfähig gewesen sei. Dann endlich am 35. Verhandlungstag widerlegt ein psychologisches Gutachten die Verteidigung von Stadtmann. Er wusste, was er tat.
Und nachdem uns das jetzt auch bestätigt wurde, ja, atmet man auf. Ne? Also auf diese Schiene kann die Verteidigung nicht reiten. Ne? Er hat versucht zu manipulieren. Ich glaube, das ist sein Job und damit denkt er durchzukommen, aber er wird nicht durchkommen. Er sollte sich bewusst sein, dass wir nicht dumm sind. Ne? So nach dem Motto, das wird alles mal im Sande verlaufen, es wird immer ruhiger werden und nachher wird man gar nichts mehr hören. Und genau das Gegenteil haben wir erreicht. Das Grinsen ist vergangen, wo ich der Annelie immer sage, Annelie, jetzt grins zurück, der Tag wird kommen. Da war ich aber noch nicht fähig. Nein. Ne? Und dieses höhnische Grinsen, ja. Also man fühlte, da konnte ich nicht mehr an mich halten. Ne? Ja. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir zu unserem Recht kommen und er seine gerechte Strafe bekommt. Es kann nicht sein, dass der nachher hier lachend rausgeht und genauso weitermacht. Das kann nicht sein. Was ist eine gerechte Strafe für eine Tat, die womöglich so vielen Menschen geschadet hat? Und die im Einzelnen nicht nachzuweisen ist? In Bottrop tragen Heike Benedetti und die Nebenklägerinnen ihren Protest weiter in die Öffentlichkeit. Sie lassen es Stadt und Politik spüren, dass sie sich allein gelassen fühlen. An einer Erinnerungsstätte gedenken sie der Patientinnen, die bereits gestorben sind. Wurde verhaftet. Und somit stellt sich natürlich auch die Frage, wie steht die Stadt eigentlich zu diesem Skandal? Vor allen Dingen das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt ist für die Prüfung der Apotheken zuständig. Vor Gericht hören die Frauen, dass die Chemomedikamente nie von der zuständigen Amtsapothekerin kontrolliert wurden. Auch Markus Gehling schließt sich den Demonstranten und Heike Benedetti an. Auch das vom Korrektiv darf nicht vergessen werden. Der Pastoralreferent hat einen Gedenkgottesdienst für die Frauen gehalten. Der 51-Jährige war selbst an Krebs erkrankt. Und auch seine Zytostatika kamen aus der alten Apotheke. Also ich glaube, dass dieser ganze Skandal unglaublich auch was zerstört hat bis heute in der Therapie für Leute, die dann sich unheimlich Sorgen machen, dass das, was sie bekommen, ihnen auch wirklich hilft. Das würde ich dem Herrn auch noch wirklich zurechnen, dass er Vertrauen der Menschen in die Medizin einfach kaputt gemacht hat, auf Dauer. Und auf viele, viele Jahre. Markus Gehling machte damals seine Krebserkrankung in der Gemeinde bekannt. Er sprach offen darüber. Deshalb versteht er nicht, warum die Ärzte nicht ebenso offen auf die Frauen zugehen. Schließlich wissen die Mediziner von der Staatsanwaltschaft, welche ihrer Patientinnen Therapien aus der alten Apotheke erhalten haben. Was bleibt, ist die Ungewissheit. Dieses Gefühl ist eigentlich immer geblieben, bis heute ein Gefühl der Unsicherheit, gerade auch dadurch. Und ich hatte da hier mein Tumor hier sitzen und da gibt es noch Vernarbungen. Also bei jeder Bewegung spürst du das. Also du wirst erinnert an diese Geschichte. Als Markus Gehling seine Diagnose hörte, wandte er sich vertrauensvoll an seinen Lehrer, den anerkannten Theologen Overbeck. Auch er hatte seine eigene Krebserkrankung öffentlich gemacht. Dieser Knick so in seinem Leben, er hat auch Krebs gehabt, das war für mich immer bemerkenswert. Ne? Also auf der einen Seite so ein perfekter Typ, der alles kann und so, und dann hat er doch diese Krankheit gehabt und hat die irgendwie durchstanden. Konnte mir gar nicht vorstellen. Und als ich dann meine Diagnose bekam, habe ich irgendwie ihm bei Facebook geschrieben, dass ich diese Erkrankung hatte. Und dass er ja auch Erfahrungen damit gemacht hätte und wie er damit umgegangen wäre. Ich glaube, sowas in der Richtung. Und da hat er mir sehr ausführlich zurückgeschrieben, auch persönlich selbst geschrieben offensichtlich. Das fand ich, hat mich sehr berührt und auch beeindruckt. Der Lehrer von damals ist heute Bischof von Essen, zu dessen Diözese die Gemeinde in Bottrop gehört.
Es ist immer eine große Hilfe, gerade für uns jetzt, die wir in der Seelsorge tätig sind, wenn wir in eine Beziehung zu den Menschen treten können, die mit solchen Fragen auf uns kommen. Und eine solche Beziehung bestand zwischen uns beiden ja schon aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte. Das war eine gute Voraussetzung, um darauf hinzuweisen, auch dann sehr persönlich, was mir in meiner schweren Erkrankung geholfen hat. Und gleichzeitig zu sagen, es ist auch eine große Prüfung. Und in der Tat, jede Krankheit als Grenzerfahrung ist eine Prüfung im Leben. Und ohne Prüfung kann man sowieso das Leben nicht bestehen, erst recht nicht in einer solchen schweren Situation. Zu dieser Prüfung gehört das Eingestehen der eigenen Grenzen, gehört aber auch die Frage, wer trägt mich eigentlich? Und es gehört da auch der Mut zu, sich auf andere zu verlassen. Eben auf die Kompetenz von Ärzten und auf die Kompetenz von Pflegepersonal, aber auch auf die Kompetenz von Seelsorgern und vor allen Dingen auf die Kompetenz von Menschen, die einfach da sind. Und die Krankenkassen, die die teuren, oft wirkungslosen Therapien bezahlten. Nur die AOK verglich nach dem Aufliegen des Skandals die Patientinnen der alten Apotheke mit anderen und überprüfte, wie oft der Krebs wiederkehrte. Die Rezidivrate. Die Rezidivrate, die liegt im Durchschnitt etwa bei 15% bei Brustkrebspatientinnen. Bei den Patientinnen, die Zytostatika aus der Bottrop-Apotheke bekommen haben, bei etwa 22% lag. Eine höhere Rückfallquote also bei den Bottroper Medikamenten. Bei einer weiteren Krebsart gibt es ähnliche Hinweise. Bei den Lymphomen und Leukämien haben wir es eben auch festgestellt. Dort haben wir geguckt, wie viele von den Patientinnen leben noch nach 3 Jahren oder auch bis heute und haben festgestellt, dass die Überlebensrate im Schnitt bei etwa 50% liegt und bei den Patienten und Patientinnen mit der Belieferung aus der Bottrop Apotheke bei 33% etwa. Also auch ein deutlicher Unterschied. Auch er erhielt Chemotherapeutika aus der alten Apotheke. Aber die Krebserkrankung von Jürgen Heckmann liegt lange zurück. Sein Darmkrebs ist besiegt. Guten Tag. Guten Tag. Jürgen Heckmann vom Besucherdienst der Deutschen ILKO. Heute kümmert er sich ehrenamtlich um andere Krebspatienten in Bottroper Krankenhäusern. Der ehemalige Logistiker kämpft für schärfere Kontrollen in den Zytoapotheken. Ich habe ja auch mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass die Krankenkassen solche Riesenbeträge bezahlen, ohne dass sie in welcher Form auch immer irgendeinen Nachweis da verlangt haben. Wenn ich als Versicherter hingehe und möchte irgendwelche 25 oder 30 Euro von der Krankenkasse erstattet haben, dann muss ich einen Beleg vorlegen, dass ich die auch bezahlt habe. Jürgen Heckmann war lange Sprecher von Selbsthilfegruppen für Krebspatienten. Gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband bringt er jetzt eine Petition für verschärfte Apothekenkontrollen auf den Weg. Die zentrale Forderung ist, es soll der Bund regelhaft unangemeldete Kontrollen in Zytostatika-Apotheken durchführen. Und es sollen auch von den Finanzämtern, so haben wir es damals mal reingeschrieben, kontrolliert werden, ob überhaupt die Abrechnungsgrundlagen für solche hohen Beträge, ob die überhaupt plausibel sind. Dass Arzneipanschereien mit Krebsmitteln überhaupt möglich sind, liegt für Jürgen Heckmann am bestehenden Gesetz. Die Abläufe und Zeitabstände der Apothekenkontrollen sind nicht genau definiert. Und das Gesetz legt die Verantwortung allein in die Hände der Gesundheitsbehörden der Länder. Damit sich das ändert, fährt er nach Berlin. Als Lobbyist. Ah, schönen guten Morgen, Herr Heckmann. Freut mich, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ja, gerne. Hier trifft er sich mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Gerdes aus Bottrop, um die Petition weiter voranzutreiben. Er hofft, dass die Forderungen hier im Bundestag angenommen werden und dass auch das Gesundheitsministerium konkrete Kontrollen im Gesetz fordert. Der Gesundheitsminister steht für ein Interview nicht zur Verfügung. Erst nach mehrfacher Anfrage um eine Stellungnahme schreibt das Ministerium, man wolle das bestehende Gesetz nun doch prüfen. Unangemeldete Kontrollen sind kein Misstrauensantrag an die Hersteller dieser Präparate, sondern sie tragen dazu bei, das Vertrauen, das an verschiedenen Stellen deutlich gelitten hat, wirklich wiederherzustellen. Nicht nur das Bundesgesundheitsministerium, auch die Bundesvereinigung der Apothekerkammern lehnt ein Interview ab. Der Apothekerskandal sei ein Einzelfall.
Zu einer Verschärfung des Gesetzes will man sich nicht äußern. Ich finde nach wie vor faszinierend, dass das, wie wenig Empörung das tatsächlich auslöst. Mehr oder weniger nur so ein Schulterzucken und machen wir mal weiter. Das läuft doch gut. Und auch so ein teilweise nicht nachvollziehbares Insistieren auf diesen Vertrauenskomplex. So nach dem Motto, jetzt müssen wir uns alle wieder vertrauen können. Ohne wirklich die Basis für gesundes Vertrauen zu schaffen, sondern das so versuchen herbeizubeten. So nach dem Motto, jetzt sind wir einmal aufgeschreckt. Das geht ja auch Hand in Hand mit dem, mit der Abqualifizierung des Falls als Einzelfall, wobei das ja gar nicht feststeht. Am 4. Juni 2018, nach 43 Verhandlungstagen, warten alle auf das Urteil. Nie war das Interesse so groß. Viele sind gekommen, die Krebspatientinnen, ihre Mitstreiter und zahlreiche Pressevertreter. Die Nebenklägerinnen erhoffen sich Antworten auf die vielen offenen Fragen. Ist der Apothekerskandal von Bottrop tatsächlich nur ein Einzelfall? Und der Apotheker ein Einzeltäter? Kann das Urteil diese Fragen beantworten? Und überhaupt, was ist ein gerechtes Urteil für Peter Stadtmann? Nur der Apotheker selbst könnte die drängendste aller Fragen beantworten. Welche der 62.000 Krebsmittel waren unterdosiert? Doch Stadtmann schweigt bis zum letzten Verhandlungstag. Acht Monate hat der Prozess gedauert. Die oft ganztägigen Verhandlungstage sind zum Taktgeber im Leben der Nebenklägerinnen geworden. Der Tag der Urteilsverkündung ist zufällig der 48. Geburtstag des Angeklagten. Frau Benedetti? Ja. Was sagt man? Soweit ganz gut. Geburtstagsgeschenk von 12 Jahren ist doch okay, ne? 12 Jahre Haft. Aber ich habe erst gedacht, naja, vielleicht doch 13, 14 Jahre, aber ist okay. Wir gehen ja weiter. 12 Jahre Haft, 17 Millionen Euro Strafe und lebenslanges Berufsverbot lautet das Urteil. Ein großer, großer Klotz ist von mir runtergefallen. Ich fand es nochmal sehr emotional, als er das Beispiel Stefanie von der Burg genannt hatte. Das war für mich wie eine Tochter, dieses Mädel. Ich habe die begleitet bis in den Tod und das ging mir unheimlich nah. Und deswegen habe ich auch so geweint, weil wenn ich mir vorstelle, 98 Mal hat sie mit ihm mit Chemo verseucht worden. Die würde jetzt 30 werden. Die war bei mir ständig zu Hause. Und dann kriegt man das nochmal so präsentiert. Ich fand es also sehr emotional belastend für mich persönlich halt. Auch Martin Porwoll, der Mann, der alles aufgedeckt hat, ist zur Urteilsverkündung gekommen. Was für ein Gefühl? Ja, alles richtig gemacht zu haben. Wie haben Sie denn diesen Moment? Ich glaube, das gelingt einem Menschen im Leben nur sehr an sehr wenigen Stellen. Glaubt auch sie, alles richtig gemacht zu haben? Melanie Masuch hat ihre Krebstherapie hinter sich. Der Betrug und der Prozess haben sie verändert. Man ist eigentlich nur ein Statist. Wir waren Statisten, wir haben uns gezeigt und Tag für Tag eigentlich, es waren ja immer, irgendjemand war ja immer da, aber auf den Menschen persönlich wurde ja gar nicht eingegangen. Ich glaube, es sind ja 2 Damen verstorben in den 8 Monaten und es wurde halt kurz erwähnt, es ging Raum durch den Gerichtssaal, aber ja, der Mensch an sich, der hat da nicht wirklich viel gezählt. Das Misstrauen es wird immer bleiben und es wird auch immer größer werden, weil es werden ja immer nach und nach neue Skandale aufgedeckt. Das hatten wir jetzt letztens wieder und ich denke, es wird auch noch viel, viel mehr dazukommen. Also Vertrauen, nein, nicht in die Justiz, nicht in unser grundsätzliches System, in gar nichts mehr.
Vertrauen schöpft Melanie Masuch heute aus einer anderen Kraft. Vertrauen habe ich zu meiner Familie, zu meinen engsten Freunden. Und dieses Urvertrauen, was man mit in die Wiege gelegt bekommt, in die große, weite Welt, das ist gar nicht mehr da. Überhaupt nicht. Pastoralreferent Gehling bleibt mit den Krebspatientinnen weiter in Kontakt. Er weiß, wie schwer es ist, wieder Zuversicht zu gewinnen. Vielleicht auch, weil es nie eine Entschuldigung gab. Niemand will die Verantwortung tragen. Ein offizielles Geständnis der Schuld fehlt bis heute. Aus der Ecke Apotheker selber oder seiner Familie oder Apotheke selbst, da kam nie was, immer nur Abwehr. Und als wenn das ja auch gar nicht berechtigt ist, was die Betroffenen da vortragen. Das ist berechtigt und da kann man doch auch erwarten, dass vom Angeklagten selbst oder auch von der Familie mal eine Wortmeldung kommt. Dabei gab es einen solchen Moment, eine Art der Reue. Ganz zu Anfang des Prozesses, als Markus Gehling in der St. Cyriakus-Kirche direkt neben der alten Apotheke den Gedenkgottesdienst für die Krebspatientinnen ausrichtete. Bei unserem Gottesdienst ist ja wohl, ich wusste das gar nicht, sein Vater im Gottesdienst gewesen. Der ist dann auch erkannt worden und dann haben einige ihn angesprochen, haben gesagt, kommen Sie zu uns, setzen Sie sich zu uns. Dann ist er tatsächlich nach vorne gekommen, das habe ich aber gar nicht mitbekommen im Gottesdienst selber. Und im Hinausgehen hat er dann irgendwas gesagt, so in der Richtung, es tut mir sehr leid, was Ihnen widerfahren ist. Und das ist einfach bei den Leuten unglaublich angekommen. Da fiel manchem richtig ein Stein vom Herzen, dass endlich mal einer aus der Familie Mitgefühl äußerte. Also erst haben wir uns umgedreht und haben Herrn Stadtmann da sitzen sehen und waren sehr, sehr ergriffen, dass er an dieser Messe teilgenommen hat. Und wir haben uns dann zugeflüstert, er sitzt da hinten und er sieht so sehr traurig aus und er sieht so sehr bedrückt aus. Vielleicht möchte er zu uns nach vorne kommen und das hat er ja dann auch gemacht und da waren wir sehr erstaunt drüber und ich fand das eigentlich von ihm auch eine sehr nette Geste, dass er nach vorne gekommen ist. Das hat, für mich war das ein Zeichen von Anteilnahme. So berührend der Moment für die Beteiligten war, später im Prozess bestreiten die Anwälte des Apothekers diese Begegnung. Auch nach dem Urteil treffen sich die Frauen regelmäßig. Die Verteidigung des Apothekers hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Die Frauen ebenso. Und sie haben etwas bewirkt. Durch ihren Druck auf die Behörden wurden in Nordrhein-Westfalen 2018 alle Zyto-Apotheken ohne Ausnahme überprüft. Rund 900 Verstöße kamen ans Licht. Über 100 davon waren schwerwiegend. Und es wurde sogar eine unterdosierte Chemotherapie gefunden. Der Verdacht der Frauen bleibt. Mit etwas krimineller Energie lässt sich auch mit den nächsten Krebspatienten wieder viel Geld machen. Mein Gott, eine teure Infusion, 20 Milligramm, 20 Milliliter weniger drin. Ja? Was sind das? 2000 Euro? Das macht er 10 Mal und denkt, oh, ich habe Glück gehabt. Macht das weiter. Macht einfach weiter. Ja, Gelegenheit macht Diebe. Peter Stadtmann hat sich über Jahre bereichert, hat auch seine Strafe bekommen. Aber was die Bereicherung betrifft, die nach wie vor da ist, das kann nicht sein. Und deshalb strengen wir eine Zivilklage an. Mit der Zivilklage erhoffen sich die Frauen, entschädigt zu werden. Vor allem aber kämpfen sie gegen das Vergessen. Es soll neue Gesetze geben. Die Verantwortlichen sollen benannt werden. Und in anderen Städten Deutschlands soll niemals wieder ein solcher Betrug geschehen können, wie hier in Bottrop. Die alte Apotheke zumindest gibt es nicht mehr. Die Räumlichkeiten werden an eine neue Apotheke verpachtet. Die Gebäude jedoch bleiben im Besitz der Familie von Peter Stadtmann. Ein Zytolabor darf es jedoch vorerst darin nicht geben.
Nee, es ist noch nicht zu Ende. Also für mich sowieso nicht. Ich weiß nicht, was man da noch alle machen kann und machen muss, aber ich warte auch nicht, bis da erstmal wieder eine Grasnarbe drüber gewachsen ist, was ja von den meisten gewünscht wird. Ne? Oh, Mensch, jetzt können die doch endlich mal Ruhe geben. Ma, da ist ein Urteil von 12 Jahren. Mann! Ne? Aber dann bin ich die Ziege, die Grasnarbe wegfrisst. Das ist mir egal. Ich muss da dranbleiben und ich möchte das, ja, fast alles. Ich meine, es wird nie alles um diesen Skandal aufgeklärt werden, aber dass vieles doch aufgeklärt wird, dass so etwas nie wieder passiert. Heike Benedetti hat mit anderen Frauen und dem ehemaligen Buchhalter Martin Porwoll einen Arbeitskreis gegründet. Sie beraten die Betroffenen des Apothekerskandals. Melanie Masuch ist noch während ihrer Therapie Oma geworden. Den Krebs hat sie besiegt, trotz unterdosierter Chemotherapie. Wir brauchen die Ärzte, wir brauchen unsere Medizin, ob Vertrauen hin, Vertrauen her. Wir sind darauf angewiesen. Bitte da noch mal nach. Und Christiane Piontek hat schon bald nach ihrer Erkrankung wieder angefangen zu arbeiten. Im Kreis der Kollegen bekommt sie das Vertrauen zurück, das sie anderswo verloren hat. Es kann ja auch woanders passieren, wenn ich einen anderen Ort aufsuche. Wer weiß, welche Apotheker da vielleicht Schindluder treibt, weil die Kontrollen ja immer noch nicht so ausgeweitet sind, dass nicht auch andere Apotheker vielleicht da ein Geschäft wittern. Martin Porwoll wurde entlassen, nachdem er den Apotheker angezeigt hatte. Seine vor Gericht erstrittene Abfindung hat die Familie Stadtmann bis heute nicht bezahlt. Da geht es um Menschenleben oder beziehungsweise um die Gesundheit von Menschen. Wenn ich mir jetzt gut die vielen Betroffenen anschaue, aber auch unabhängige Stimmen, dann wird das Maß, in dem das Vertrauen beschädigt wurde, politisch unterschätzt. Die Geschichte von einem der größten Arzneimittelskandale in Deutschland ist noch nicht zu Ende. Und ob die alte Apotheke ein Einzelfall war, nicht geklärt. Mit seinem Betrug hat ein Apotheker Vertrauen in die Medizin zerstört und schwerkranke Menschen verunsichert. Dafür, dass dieser Fall nicht in Vergessenheit gerät, sorgen die mutigen Menschen von Bottrop.